Streifenpolizisten alarmieren Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert. Das Wohnmobil eines Ehepaares wurde offenbar von einem Betrunkenen verwüstet. Auch Blutspuren wurden entdeckt. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Grünberg, grüß euch. Der Büro sind hier. Hallo, Kollege, hat gerufen. Schauen Sie sich das mal an. Ja. Wann wurde ihr aufgegriffen? Der war da drinnen. Es ist irgendwie eingebrochen worden. Ich habe keine Ahnung. Schauen Sie sich das mal an. Wir wollten in Urlaub fahren. Okay. Wie soll das jetzt gehen? Sie sind die Besitzer. Sie haben gerufen. Ne? Das hatten wir wollten unser Wohnmobil abholen bzw. vorbereiten. Genau. Weil wir demnächst in Urlaub fahren wollen. Verstehe. Und Sie haben das dann so vorgefunden und er war da drin gerade? Ja, alleine? Ja, oder war noch anders? Geht's ihm gut? Ja, der ist nur ein bisschen angeschlagen, ein bisschen viel getrunken. Kopf angeschlagen oder hat er eine Verletzung oder was? Nee, willst du Kopfschmerz. Sag mal, geht's euch noch gut? Hey! Hey! Hier, wir holen dich. Geht ihr? Bleibt ihr hier. Hier, steh dann! Nicht nur wegen des Angriffs lassen die Ermittler die jungen Leute festsetzen. Sie vermuten, dass die beiden die Verwüstung des Wohnwagens beobachtet oder sogar mit verursacht haben könnten. Was soll Hört das? Ihr zu denen dazu, oder was? Spaß. Wir sind doch als Polizei zu erkennen, oder? Ein Kollege von dir? Ja, da muss man doch nicht mit Eiern werfen. Also, was hast du hier eigentlich alle angerichtet? Das sieht ja nicht aus wie die Polizei, ha? Der sieht ja nicht aus wie von der Polizei. Ja, ich bin echt blind, oder was? Hier, Norbert. Können die Personalien mal aufnehmen? Ja, geh mal. Wart ihr auch da drinnen? Nicht was. Ein bisschen gesoffen, oder? Ein bisschen halt. Ja, okay, so. Seit wann seid ihr jetzt hier in dem Wohnwagen? Seid ihr da eingebrochen? Die Tür war offen die ganze Zeit. Die Tür war offen. Seit wann wart ihr jetzt da drinnen? Zwei Tage so. Zwei Tage gesoffen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ihr habt ja zwei Tage einfach gesoffen. Und er da auch noch. Ja. Wer war noch da? Wer war da noch dabei? Woher sollen wir wissen, dass da Leute drin wohnen? Die Situation war, weil eben die Leute alkoholisiert waren, ein bisschen merkwürdig. Für uns ist es kein alltägliches Geschäft. Für die Schutzpolizei schon eher, dass die mit randalierenden, auch alkoholisierten Jugendlichen zu tun haben, die dann auch rumpöbeln. Später sind wir dann auch mit Eiern beworfen worden sogar. Das war ja völlig absurd. Das konnte ich erst mal gar nicht einordnen, was das jetzt sollte. Also von daher gesehen, etwas befremdliche Situation. Aber letztendlich geht es ja auch nicht um diese kleinen Missbefindlichkeiten, die man vielleicht so hat, sondern letztlich um Aufklärung von Straftaten. Ja, hier, guck mal, benutztes Geschirr, das scheint ja von denen zu sein. Ne? Ganz viele Flaschen, Pizza. Ja. Guck mal, hier Zahnpasta. Pass auf, da liegen auch Blut schon auf dem Fußboden. Oh. Hier müssen wir auf jeden Fall die Spurensicherung kommen lassen. Ganz ehrlich, das können wir so nicht sichern. Anhand der Färbung des Bluts erkennen die Kripo-Beamten, dass es bereits seit ein paar Tagen dort haften muss. Die drei Jugendlichen sind aber unverletzt. Lara Grünberg ermittelt, wer den Wohnwagen ebenfalls nutzt. Wer hat zum Beispiel einen Schlüssel? Also offensichtlich sind keine Aufbruchsspuren zu erkennen. Laura hat doch noch einen Schlüssel, natürlich. Also, wer ist das? Die Laura, wer ist das? Mein Patenkind. Die hat einen Schlüssel. Ja. Ja. Weil sie auch manchmal mit unserem... Aber wir sprechen alle immer miteinander. Sie ist für mich wie eine Tochter. Und wir treffen uns regelmäßig. Und aber mit dem Blut... Achtung, da die Blutspur. Ja, ich habe das schon gesehen. Hier ist ein Zettel von einem Supermarkt. Ein Bon. Der ist von einer Woche. Von einer Woche ist der ungefähr. Von der Woche, Tage, aber da fünf Tage ist das halt. Fünf Tage? Ja. Auf Nachfrage geben die Jugendlichen an, dass der Kassenbon nicht von ihnen ist und das Essen schon dort war. Die Kriminalisten gehen jetzt davon aus, dass sich die Nichte der Wohnwagenbesitzerin vor den Betrunkenen dort aufhielt und verletzt wurde. Können Sie die mal anrufen? Dass wir die mal fragen, was das hier, ob das sein kann, dass sie was damit zu tun hat. Oder? Ja, auf alle Fälle. Ich bin jetzt ganz durch den Wind. Also vor fünf Tagen, sie war vor einer Woche da, vor fünf Tagen wurde was eingekauft und diese Sachen sind hier zu finden. Genau. Die Herrschaften wollen erst zwei Tage da drin sein. Klingelt doch hier drin. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Das ist jetzt, guck dir das an. Das ist die einzige Nummer von ihr. Sie sind Ela? Ja. Alles klar. Wieso ist ihr Handy? Können Sie auflegen. Ja, so ist sie nicht zu erreichen. Ist das das einzige Handy, das sie hat? Ja. Gibt es eine Festnetznummer oder sowas? Nein, sie wohnt noch nicht so lange in ihrer neuen Wohnung. Sagen wir, in den zwei Tagen, wo ihr hier gehaust habt, ist ja eine Frau mal vorbeigekommen. Nee. Hat hier irgendwann mal das Telefon geklingelt? Habt ihr das überhaupt gesehen?
Gar nicht. Wir haben, wie gesagt, wir kamen dahin, haben ein bisschen gesoffen. Wir haben nur Party gemacht. Alles andere war scheißegal. Das war's. Mehr auch nicht. Okay. Aber wem gehört das? Wann haben Sie die Frau zum letzten oder Ihre wir haben Nichte. Wir haben uns vor zwei Wochen getroffen. Vor zwei Wochen, okay. Und treffen uns, wie gesagt, regelmäßig. Aber sie war irgendwie so anders, so in sich gekehrt. Aber sie hat gesagt, sie hat so viel Stress auf der Arbeit und dann habe ich ihr das geglaubt. Sagen Sie mal, wie heißt sie denn mit Nachnamen? Wirtz. Laura Wirtz. Wohnt sie alleine oder bei den Eltern? Nee, sie hat alleine eine Wohnung. Alleine? Aber ja. Wie ist es mit ihrem Freund? Wo du so gegen ihn warst? Wo du gesagt hast, dass das der gefällt? Der Toni. Ja, genau. Mensch. Was ist mit dem Toni? Der ist nicht so ganz, also du hast schon gesagt, du findest ihn nicht so ganz koscher. Das ist ihr neuer Freund. Da hat sie mir letztens ein Bild gezeigt. Ja. Und der ist, also mit dem ich ganz gut Kirschen essen, glaube ich. Aber so deine Gefühle ausgesprochen hast. Laura Wirtz? Also Laura Wirtz, Glockenstraße 2. Ich glaube doch. Also Egon für 3216. Mein Kollege hatte veranlasst, dass an die Wohnanschrift des Mädchens ein Streifenwagen geschickt wird. Der war auch vor Ort und stellte fest, dass sie dort nicht anzutreffen war, was natürlich für uns sehr besorgniserregend war. Wir haben von dieser Adresse vor kurzem einen Notruf bekommen. Ich schicke euch den Notruf mal auf euer Handy. Ja, das ist gut. Danke. Alles klar. Zusammen mit der Nachricht erhält Lara Grünberg die Information, dass der Notruf 5 Tage her ist. In der Wohnung der Nichte hatte sich ein rätselhafter Vorfall abgespielt. Kommen Sie bitte schnell in die Glockenstraße 2, 3. Etage, bei Wirtz. Ja, hier muss jemand gestürzt sein. Muss jemand gestürzt sein? Gestürzt sein? Aber lass uns mal ihr die Stimme. Mal, ob sie die ist Stimme sie das? Kennt. Björn? Das ist Laura. Ja. Frau Kommissarin, das ist meine Nichte. Die Dame hat einen anonymen Anruf, Notruf an ihre eigene Wohnung eingeleitet. Ja, und dort wurde nur der Freund angetroffen, der aber verletzt war und wollte dort Blumen gegossen haben. Ja. Wahrscheinlich ist sie dann aus der Wohnung hier in diesem Wohnwagen geflohen, um sich zu schützen. Ja, und man muss halt auch mal ganz ehrlich sagen, die wollen irgendwas vertuschen. Ja? So sieht's aus. Ja, und deswegen sehr besorgniserregend. Und deswegen fahren wir jetzt an die Wohnanschrift des Freundes. Nehmen Sie uns einfach mit. Nee, wir können Sie nicht mitnehmen. So. Das geht auf keinen Fall. Schatz, wir nehmen uns Sie Taxi, können, ohne dass wir jetzt was sagen, Sie wissen, wo die Anschriften sind. Aber wir werden jetzt definitiv da uns hin begeben. Aber ja? Björn, wir müssen zu Laura. Ja. Jungs. Die ist vielleicht in Gefahr. Ja. Wir holen jetzt noch die Spurensicherung. Oder könnt ihr die Spurensicherung noch anrufen? Ja. Die können, glaube ich, nach Hause gehen. Genau, ne? Macht nicht mehr so einen Blödsinn, bitte. Wenn irgendwo ein Wohnwagen offen ist, dann lasst den da einfach und feiert irgendwo anders. Aber nicht in so einem Ding. Genau. Die Besitzer wollten gerade in Urlaub fahren. Und ihr kommt schön. Nach, ja? Wir melden uns. Und Sie bleiben bitte im Hintergrund, okay? Gut. Die Ermittler spekulieren, dass die Nichte mit ihrem Freund in einen Streit geriet, dabei verletzt wurde und in den Wohnwagen floh. Aufgrund der nicht verschlossenen Tür vermuten sie, dass die junge Frau nun verschleppt wurde. Verdächtig ist somit der Freund der Gesuchten. Wir würden Ihnen kurz erklären, warum wir hier sind. Und zwar folgendes. Sie haben eine Freundin, die Laura Wirtz, richtig? Ja, Ex-Freundin. Ex-Freundin. Okay. Wir haben den Verdacht, dass sie vielleicht Opfer von einer Straftat geworden ist, denn wir haben in dem Wohnwagen von ihrer Onkel und Tante Blutspuren entdeckt. Wir sind noch am Untersuchen, ob es auch ihre Blutspuren sind, aber wir vermuten das sehr stark. Dann haben wir herausgefunden, dass es eine Streitigkeit gegeben hat, wahrscheinlich, zwischen ihnen und der Laura. Und in der Wohnung sind sie ja da auch mal angetroffen worden von der Polizei, als sie dann Blumen versorgt haben und irgendwo runtergefallen sind, richtig? Richtig, ja. Erklären Sie mal, wie ist das denn gelaufen? Ja, also ich hatte Streit mit ihr und sie wollte ich wollte sie verlassen so. Ja. Und dann auf einmal kommt sie mit einer Pfanne und bringt mir einen einfach über. Zeigen Sie mal bitte die Verletzung. Das ist hier hinten, das sieht man kaum noch. Darf ich mal? Ja, klar, hier. Können Sie gerne spielen. Ja, schon abgeheilt, ne? Ja, ist ja 5 Tage her, ne? Mhm. Dann haben Sie mit der Bratpfanne einen übergekriegt. Ja. Mhm. Und Sie haben aber was ganz anderes angegeben. Ja, weil ich einfach abschließen wollte mit ihr. Ne? Also ich wollte gar nichts mehr mit ihr zu tun haben. Und das hätte ja auch alles noch eine Anzeige hinter sich gehabt und alles. Und dann hätte ich ja immer noch Kontakt mit ihr gehabt. Er war zunächst sehr freundlich und sehr zuvorkommend, hat uns auch in die Wohnung gelassen. Wir konnten Platz nehmen, haben uns zunächst ganz vernünftig unterhalten. Aber mir erschien es ein bisschen alles zu glatt. Können wir uns mal ein bisschen umschauen? Vielleicht können Sie uns mal die Wohnung zeigen.
Sie wohnen aber alleine hier, ja? Und sie übernachtet auch hier nicht oder so. Doch schon? Nee, nee, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Lara, guck dir das mal an. Hey! Lass essen. Nee, 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 nee. Komm. Lass mich los! Ja, ja. Die Kriminalbeamten klären den tatverdächtigen Mann darüber auf, dass er vorläufig festgenommen ist. Lara Grünberg inspiziert die Wohnung, um Hinweise auf den Verbleib der Nichte zu finden. Haben Sie ein Auto? Na, ja, ich habe mir jetzt eins vor kurzem gemietet. Warum? Wozu? Wie, wozu? Warum mietet man sich ein Auto? Du musst zur Arbeit fahren? Ja, ich habe Auftrag und deswegen muss ich zur Arbeit. Dafür brauche ich ein Auto, ne? Alles klar. Was also hier ist ein Mietvertrag über ein Fahrzeug und einen Autoschlüssel. Und das steht jetzt hier vor der Tür? Ja. Steht vor der Tür, klar. Ja? Ich fand hier auf diesem Küchentisch fand ich diesen Mietvertrag und zusätzlich noch einen Fahrzeugschlüssel. Und das hatte ich ihm dann mal so vorgetragen. Er gab dann auch zu, dass er da wohl eins gemietet hatte. Nur für uns war das irgendwo verdächtig und wir entschlossen uns dazu, mal draußen nachzuschauen. Ja, hallo! Toni! Hallo, hallo, hallo. Hallo, moin. Alles gut? Was hast du mit ja, ja. Das klären wir auch gleich. Wir haben aber jetzt noch ein bisschen Wichtigeres zu tun. Bleiben Sie mal bitte hier. Welches Fahrzeug ist es? Wenn du ihr was getan hast. Hier. Das ist ja auch ein Mietwagenauto, wie es aussieht, mit Hamburger Nummer. Tasche. Oh Gott. Hallo, die Polizei, wir sind von der Polizei. Oh Gott, alles gut. Oh mein Gott. Ja, alles gut. Moment, besser. Alles ist hast gut. Du? Oh, sag mal, was sollte das denn werden hier? Komm, alles was gut. Hey. Die Polizisten rufen sofort einen Rettungswagen für die Nichte. Vernehmungsfähig ist die junge Frau aber. Die Kriminaloberkommissarin ermittelt das ganze Ausmaß des Verbrechens. Was ist passiert? Also, ich wollte mich von ihm trennen. Und dann ist er zu mir gekommen in Wohnwagen. Ich habe mich in Wohnwagen versteckt, damit er mich nicht mehr finden kann. Also sind Sie von ihm weggelaufen? Ja. Und haben Sie den Schlüssel genommen? Ja, von Ihrer ich hatte schon einen Schlüssel. Und Sie haben da Zuflucht gesucht, oder? Ja? Und dann sind Sie in den Wohnwagen, da ist er zu Ihnen gekommen. Genau, ja. Und dann war ich für ein paar Tage im Wohnwagen. Ich dachte, dass ich irgendwie von ihm weg musste. Aber er hat mich trotzdem gefunden und dann mich verprügelt. Im Wohnwagen? Haben Sie da schon die Verletzung bekommen? Darf ich mal ganz kurz gucken? Das haben Sie noch. Und seitdem liegen Sie hier im Fahrzeug, oder? In der Wohnung muss es auch nein, gewesen sein. Nein, in der Wohnung. Ja, in der Wohnung er auch noch mal. Er hat mich jeden Tag verprügelt und gequält. Also, dem Straftäter jetzt in diesem Fall, den können wir mehrere Straftaten vorwerfen. Wir können von einer schweren oder gefährlichen Körperverletzung ausgehen. Es kommt darauf an, wie diese Verletzungen zustande gekommen sind. Wir können hier von einer Freiheitsberaubung, weil es offensichtlich länger dauerte, diese Tat ausgehen. Aber auch vielleicht von einer Geiselnahme, wie auch immer. Das ist alles zu prüfen und dementsprechend können wir uns erst genau entscheiden, wenn wir hier den Täter und aber auch die Geschädigten dazu vernommen haben. Ja, bleiben Sie bitte bei ihr. Der Krankenwagen kommt sofort. Wir nehmen wieder natürlich Verbindung mit Ihnen auf, wenn Sie im Krankenhaus sind. Jetzt müssen wir uns erstmal noch darum kümmern, dass wir noch weiterkommen. Ich setze mich hinten rein. Fährst du? Mhm. Der Täter erhält wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Nötigung eine Haftstrafe. Er wollte die Trennung nicht akzeptieren. Kurz bevor die Polizei auftauchte, sperrte er sie in den Kofferraum, um sie an einem anderen Ort zu verstecken. Die Nichte erholt sich vollständig von der Tat. Die jungen Leute werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.